Moin zusammen, hier ist Mo von GameZone TV. Wir spielen wieder Battlefield 3, das ist der 14. Part, glaube ich, inzwischen schon. 14. Part. Heftig. Okay. Warum laufe ich mit einer Bazooka rum? Oh, ich laufe ganz falsch. Folgen. Wie immer. Dem Feld raus. Machen wir das Auto da mal kaputt. Oh yeah. Okay. Ich bin aus dem Kampfgebiet. Sir, wir sind nicht stark genug für eine russische Brigade. Vielleicht sollten wir das überdenken. Männer, ihr habt mich bisher noch nie enttäuscht. Und deshalb erwarte ich von euch, dass ihr das schafft. Ja, Sir! Nein, Steve, es tut mir leid, aber das ist total unsinnig und ich habe ernsthafte Bedenken, deshalb... Sergeant Campo, Blackburn, fortfahren wie geplant. Das sind Jets! Aber nicht unsere, oder? Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Ich glaube ja, er kommt auf jeden Fall. Gott verflucht, der Kacke! Entdeckung! Ab ins Rohr! Er macht die Jagd auf uns. Wo sind die Dinger? Die Fahrzeuge! Kacke! Er kommt zurück! Er kommt schon wieder. Wir sind im Arsch! Nein, sind wir nicht. Ich rette euch. Das war die letzte! Kommen wir da an? Wir müssen! Komm schon mal, los! Beilung! Jetzt geht's los! Er kommt schon wieder. Er kommt schon wieder. Wow! Ach, da hinten ist dieses Ding. Ah, nee. Ach so, folgen war soll ich wahrscheinlich. Okay. Ich finde hier keine Stinger. Vorwärts, Scheiße, vorwärts! Kannst du nichts machen, Blackbird! Montez, durchsuch den Growler! Jetzt wird gewinnt! Los, los, los! Ist sie da drin? Sie steckt in dem scheiß Bratfett! Da ist sie doch! Jetzt gibt's Saures! Los, du kriegst sie, Mann! Oh oh! Oh yeah! Wie flogen der da noch so hoch? So bong bong! Oh! Wer liegt denn hier noch alles? Ach du Scheiße! Sieht nicht gut für ihn aus. Nein, der Camper. Den Camper haben sie erwischt. Du verfickter Wichser, Steve. Es tut mir leid. Na gut, ich weiß, was du denkst. Wenn ich was anderes gemacht hätte, wären vielleicht beide noch hier. Wir haben Krieg. Und im Krieg passiert sowas. Außerdem haben wir eine Aufgabe. Wir müssen Kafarov erwischen und zwar als Erster, ob die Bomben nun da sind oder nicht. Es gibt kein Wir. Es gibt nur uns. Und gibt's noch dich. Ich stehe auf deiner Seite. Kommt ihr jetzt mit oder was? Campo. Oder Campo. Campo, Campo. Mission Kafarov. Sie wieder erwischt.
Dann verloren sie also im Tal den Großteil ihrer Einheit gegen die Russen. Wer überlebte? Montez, ich selbst, Cole und der andere. Hat Captain Cole ihre Leute in den Tod geschickt? Was? Nein. Das dachten sie doch insgeheim, oder etwa nicht? Ich habe in Bosnien 4 meiner besten Freunde verloren. Ein Raketenangriff. Der Typ, der Wache halten sollte, war eingeschlafen. Super. 6 Monate war ich neben der Spur. Erstklassiges Personal mal wieder. Ich glaube immer noch, dass alles seine Schuld war. Ich hätte Mitleid mit Ihnen, wenn Ihre Leute mir nicht noch mehr Leid hätten. Denn Sie wussten nicht, dass Sie in Wirklichkeit sind. Sie hätten es verstanden. Und Sie? Hätten Sie verstanden, wenn Ihr Kamerad den Feind unterstützt hätte? Die Russen waren nicht unsere Feinde. Sie haben Ihre Freunde umgebracht. Schön locker, ganz locker. Ganz easy. Während Sie noch im Iran im Einsatz waren, haben wir Bündelübertragungen zwischen Dima und seinen Handlangern in Kiew abfangen können. Er war zu der Zeit auch im Iran. Warum war Dima im Iran? Mit den Russen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Finden wir es heraus. In der Mission Kamarov. Nee, Kamarov. Ich spiele wieder Dima und es sieht so aus, als ob ich hier aus einem Flugzeug springe. Uhrenvergleich. James Bond. Was piept hier? Scheiße, ich hab Höhenangst. Sauerstoffmaske? Ja, ist immer gut. Rotes Licht, rotes Licht, rotes Licht, rotes Licht. Geh mal runter mit der Plattform. Nein! Holy shit! Ja, ihr zuerst. Ich bleib dann hier oben. Ich setz mich dann mit dem Piloten ins Cockpit, okay? Alles klar, dann bis nachher. Ich helfe nochmal beim Rausschieben. Eh zum Springen, ach du Scheiße. Na gut, machen wir. Nein! Was ist das? Was war das für eine Tasche? Yeah, Battlefield-Musik. Warum kann ich nicht mehr runtergucken? Moin? Oha. Da ist bald Zeit, den Fallschirm zu ziehen. Bald. Ich sehe nichts mehr. Die Sonne. Ah, cool. Oh! Oh, war doch eine saubere Landung. Kein Baum erwischt und nix. So. Was ist denn das hier für eine Area? Was ist das für ein Terrain? Ist da wer? Oh. Sollen wir sie umbringen oder was? Erstmal ein bisschen vordringen. Ach, die sind hier bei der Box.
Warum eine Granate für die... Okay, wir haben keine Granaten. Wir sind denn da? Wo können wir jetzt die Box hier bergen? Ah, ich muss das machen. Oh, Waffen hatten wir da. Cool. Ah, schon ein bisschen besseres Kaliber hier als die Wasserpistole davon eben. Ja, für jeden ein Auto, würde ich sagen, oder? Ich steig hinten ein. Na gut. Oh, Ledersitze, cool. Schönes Auto. Gefällt mir. Машина была хорошей идеей. Давай по дороге. Последние спутниковые изображения показали большую оживленность на вилле. У нас минут 30, может быть, даже меньше. Слушай, а если сразу поедем на виллу? Окна ведь тонированы. Они решат, что мы патруль, просто пропустят нас через ворота. Не-не-не, не рассчитывай на это. Also bis jetzt sieht das Autofahren an sich, also die Lenkbewegung, ziemlich synchron aus. Naja, okay, es geht. Es geht so. War besser als bei Call of Duty, finde ich. Call of Duty, er lenkt da immer, oder passiert nichts, oder er lenkt, was weiß ich, er lenkt nicht, und dann fährt er trotzdem um die Kurve. Wie auch immer. Ihr verschwindet nicht. Kirill und Wladimir. Boah, sogar Monitor in den Kopf stützen. Okay, sein Rücken kommt durch den Sitz durch, bei ihm nicht. Ja, das ist doch definitiv sein Rücken da unten, oder sein Arsch, ich weiß nicht. Wieso lebt Dima, Wladimir eigentlich wieder? Der war doch tot, sind wir noch weiter in die Vergangenheit jetzt gereist? Wir fahren in die Garage. Haltet euch bereit. Что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 ну! Твою мать! Muss ich irgendwas hier machen? Nee, ne? Fuck, Tür zu. Вон, биологический сканер. Биоскенер? Они нас не пропустят, Дим. Возьми того, который справа. Жди моей команды. Жди, жди, жди. Три, два, один, давай! Oh yeah. Check die Tür. Ja, erstmal aussteigen. Die Tür hier hinten oder was? Ne, irgendwie nicht. Okay, ihr kommt hier schon mal nicht rein. Ist doch schon mal eine gute Nachricht. Hier haben wir nichts. Hier ist auch überall nichts. Komm schnell rein hier. Oh! Der Panzerfaust oder was hatte der eine da? Oder war ein Granatwerfer da im Spiel? Schon wieder. Das sind doch nicht unsere, oder? Nö, irgendwie nicht. Nein! Ja, das war's. Das war mein Fehler. Scheiße nochmal. Aber er hat gespeichert, das ist auch schon mal gut. Dann mache ich hier nämlich jetzt ein Cut. Komm, laden. Knopf drücken. Speichern. So, bis zum nächsten Mal. Und seht sich. Ciao.